Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Amnesia Rebirth. Wir sind auf dem Weg gewesen, endlich diese Stelle zu erreichen, wo der Doktor ist, in der Wüste. Und leider war es uns nicht vergönnt, da einfach hinzulaufen, denn zwischendurch sind wir wieder in dieser Zwischenwelt gelandet, die aussieht für mich wie eine Alienwelt irgendwie. Ich weiß auch nicht, was Tessie so in ihrer Freizeit macht, dass sie auf die Idee kommt, an solche Dinge zu denken. Oder wir sind wirklich dort. Ja, keine Ahnung, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Ich nehme an, das hat ja was mit dem Licht hier auf sich. Und hier sind gruselige Dinge noch. Ich habe noch nicht alles angeguckt hier unten. Was steht denn hier? Was? Iliander? Iliander, Septarch der brennenden Festung, hat trotz unserer Warnung unter dem Vorwand einer Handelsmission Boten zu den äußeren Inseln entsandt. Ich empfehle sofort, 3 Fäuste des 2. Regiments auf die Inseln zu verlagern. Bezüglich des Erntevies. Es wurde angedeutet, dass der Bedarf daran durch neue Kammerentwicklungen sinken wird. Ich halte das für kurzsichtig. Durch diese neuen Kapazitäten sind wir in der Lage, die Anzahl unserer Fabriken zu erhöhen, wodurch wir unsere Verteidigungsfähigkeit enorm verbessern und den Lebensstandard im ganzen Reich steigern könnten. Dieses neue Wissen ist ein Geschenk. Wir würden gut daran tun, es zu nutzen. Ich erwarte eure Befehle, große Herrscherin, und werde dem Rat eure Entscheidung mitteilen, in eurem ewigen Namen. Mit der Ernte. Wo habe ich denn da was gelesen? Da war doch mal irgendwas mit Ernte. War das? Ah, ich muss das mal ganz kurz ein bisschen durchgehen. Ja, da ist es. Hier steht das nochmal. Die Absichten der Neuankömmlinge sind von einem fernen Ort zu uns gekommen. Das könnte der Ort hier sein. In Sklaven ihrer Beute in ihrem Futter gemacht. Und es könnte auch Ernte ersetzt werden. Herkunft ist unbekannt. Und die glauben, dass es sich aus dem Übergriff aus dem Gebiet um den Nil oder vielleicht aus Persien handelt. Oder vielleicht wirklich Aliens. Also das wäre schon ein bisschen verrückt. Ich glaube, Aliens und Horror habe ich so oft auch noch nicht gesehen. Oh, was ist das denn? I find myself again confined. A day should not matter, but each day feels like waste. There is so much to do. Tamaku tells me that now, with Vitae, I have forever. But the people who depend on me do not. There is always something. Invasion, rivalry, sickness, penury. I have my duty. Perhaps I should end these sessions, now they've found a way to stabilize the disease. I should be ecstatic. I should accept my fate and move on. It is such a faint hope that they can find any way to heal me. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal. Says Tamaku. Now you need no heir. None of them understand. This is not about politics or securing a future. This is not for the Empire. This is for me. Just for me. Also wenn wir die vielleicht doch die Person sind, um die da von der geredet wird. Vielleicht haben wir ja unsere Unsterblichkeit und auch das Reich aufgegeben, um halt gebärfähig zu sein und um Kinder zu bekommen. Und werden deswegen jetzt auch gejagt. So, was ist das denn hier? Gott, wieso machst du Geräusche hier? So, da kann ich nichts machen. Soll das ein Bett darstellen? Eher aus wie ein Krankenbett. Ganz weird, ey. Oh, hier steht auch irgendwas. Wir können das doch eigentlich lesen. Vielleicht ist es auch sowas wie eine Herstellungsstation oder halt so eine Art Heilungsstation. Alles echt verrückt.
ist nix. Warte mal, haben wir das hier schon gelesen? Ach, das ist ja so ein Geflackere. Wir können es aber auch nicht mitnehmen oder so. Ich hatte schon überlegt, ob wir uns vielleicht da reinräumen müssen in diese... ja, Bücher, irgendwas. So, warte mal, wir müssen das wahrscheinlich ausrichten. Was könnte es mir bringen, das zu löschen? Ah, die andere Tür damit aufmachen vielleicht? Hier ist auch so ein Kristall. Kann ich das irgendwie anders lenken? Sogar alle drei jetzt. Sehr schön. Dann machen wir das doch so. Ich hoffe, ich bin hier wenigstens einigermaßen sicher. Ich finde es nur seltsam, dass hier in dieser Welt die Lichter gefährlich sind und in der anderen uns helfen. Vielleicht wollen die auch einfach nicht, dass wir in die Welt gehen hier. Oh, das sieht nach einem Rätsel aus hier. Nach einem fiesen Rätsel. Muss das sein? Okay, wir müssen es erst ausrichten. Hier kann ich was einsetzen. Vielleicht eine Kristallkugel? Das war doch mal irgendwann die Rede von Kristallkugeln. Darauf habe ich jetzt schon keine Lust. Ah, okay, hier kann ich auswählen. Die Auswahl der Symbole. Wir hatten mal... warte mal, ändert sich das da hinten auch? Nee. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Symbole da hinten auswählen. Ich wollte schon sagen, wir hatten nochmal einen Zettel mit ganz vielen seltsamen Symbolen. Gut. Was haben wir denn da? Schwierig zu erklären. Das mittlere sieht aus wie so ein Männchen, was die Arme nach oben streckt. Dann haben wir so ein T mit, ja, so Kugel, Halbkugel drüber. Und dann, keine Ahnung, sieht aus wie ein sehr, sehr einfach gezeichneter Stier mit irgendwie so einem fetten Arsch hinten dran. Irgendwie muss man sich's ja herleiten. So, gucken wir mal, wo finden wir das denn? Als erstes muss dieses T sein. Das ist hier zum Beispiel. Da ist der Stier. Das passt also nicht. Haben wir das mehrmals? Müssten es mehrmals haben. Hier ist noch ein T. Das passt auch, aber das passt nicht. T. Hier ist es. Jetzt brauchen wir nur noch die Kristallkugel. Was war das? Wieder irgendwelche Warnungen, die wir nicht lesen können? Dann sind sie auch nicht wichtig. Unter dem Zeichen der Ido am ersten Aufgang zum achten Ruf mache ich Kita diese Aufzeichnung. Die Konfiguration des neuen Versuchstors wurde durch den Ausfall eines subsidiären Knotenpunkts verzögert. Mihara, du musst sie zum nächsten Aufgang abschließen, so wie du darauf vorbereitet wurdest. Platziere die Kugel in der Mitte, wähle die Fokussymbole für diese Einstellung aus und setze zwei volle Zellen Vitae ein. Ja, das Amulett brauche ich gerade nicht. Besinne dich auf Temakus Unterricht, Mihara. Meistere die Kugel. Deine Konzentration und Disziplin werden es sein, die das Tor öffnen und das Gegenstände ermöglichen werden, zwischen den Welten zu reisen. Also bisher konnten wir ja mal alle mitnehmen, ne? Da ist er. It feels
seems like it's waking up. Deine Kraft wahrscheinlich, ja? Deine Kraft erwacht. Hast du schon wieder Angst? Du hast die Macht. Ja, es zeigt schon dahinter. Another rift. That could be our way out. Ja, ja, klar. Klar, klar. Hier wurden diese Säulen gemacht, ja? Warum hat das so eine Ausstrahlung hier? Das ist so besonders. Ich will das mitnehmen. Ah, das hat sogar tatsächlich eine Auswirkung. Wofür könnte das gut sein? Hätte es nichts gemacht, ne? Vielleicht hier rein? Ich weiß es gerade nicht. Ich brainstorme noch. Wir müssen mal hier gucken, was da ist. Kein Licht. Hier könnten wir was gebrauchen. Und hier kommen wir doch dann durch im Prinzip. Okay. Das heißt, wir könnten das Licht hier gebrauchen, um da durchzukommen. Aber erstmal probiere ich das mit der Kugel aus. Oh shit. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Zeichen. Ausgerichtet haben wir es ja schon. Können wir eigentlich den... Was können wir denn jetzt eigentlich machen? Fehlt hier unten irgendwie was? So eine Art Energiezellen? Habe ich davon schon mal irgendwo welche gesehen? Das hier wird es nicht sein. Ja, wir brauchen diese Energiezellen. Da vorne sind welche drin, die müssen wir rausholen. So ist es. Wie kommen wir da jetzt ran? Ich muss das erstmal wieder rückgängig machen. Geht das irgendwie? Wenn ich sie mitnehme, wahrscheinlich. Ja. Perfekt. Warte mal. Warum ist das noch nicht offen? Ach, ich muss den Knopf drücken. Ja. Manchmal sind die einfachsten Dinge zu versteckt. Oh. Düster sieht's aus. Mal verrückter. Oh, erst. Ah, nee, das ist keine Energiezelle. There was a white sun at the great gate. It tore the air and the land. A corruption of living flesh crawls from the hole in the world and turns all to ash and rust. The control stones have turned against my kindred, shaping them into floating wraiths of nightmare. The city falls. I am to blame. My companions took my formula, some to use it to destroy the Vitae at the gate, others to infect the Vitae pipelines and end the suffering. The gate has indeed fallen, but catastrophically, unleashing energies beyond belief. Still the factories scream. We have failed in the worst of ways. It is my duty to stay at my post, to see if I can find means to end it. I have no choice but to use the Vitae.
An ocean holds the great empress to life, so a meager portion will suffice for me. If any find this record, know that I was the traitor Keita, alchemist, apprentice to Tamaku. Forgive us our folly. Da war eben auch die Rede von den Vitae. Es liest sich meistens wie ein Trank, aber einmal stand es im Text jetzt drin, als wären damit Menschen gemeint. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, ich wollte eigentlich den Satz nachlesen, es war schon weg. Auf jeden Fall las ich es für mich jetzt, als ob das vielleicht auch Menschen gemeint sein können. Vielleicht wird das ja daraus gewonnen. Hat die sich... Lebt die? Was brauchst du? Ich will ja nicht in ihre lebenserhaltenden Maßnahmen ausschalten. Also dafür bin ich jetzt nicht hergekommen. Ah, die hat so eine Energiezelle, ne? Oh, ich hab Angst. Was ist los? I'm so glad you're all right. Auch wieder so eine Vision. It has taken me many, many rises in the gaps between my work for Tamaku, but finally it is done. I have a formula which is in sympathy with the pulse of the orb. I can provoke the symptoms of the red flesh, and with it will come destruction, channeled through the Vitae network. This might be the answer we seek. Das wird immer verworrener. Ich muss mal testen, was passiert, wenn ich das nochmal mache. Komme ich an die Vision nochmal? Ja. Gut, okay. Kann ich aber auch wieder abbrechen. Oh Gott, da sind ganz viele von den Dingern. Tamaku's early experiments with the orbs summoned an entity. A creature that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. Okay. The scar took the form of living, pulsating flesh. I have studied the orb, and I now know why the scars appear. I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own ends. Ich überlege gerade, könnten die Narben auch ähnlich wie unsere Male sein? Oder diese, ja, ich sag, fast wie Adern aussieht, wenn wir, ja, so eine Wandlung durchmachen? Dass das gleiche ist? Überall diese Energiezellen, alle durchgebrannt. Und da ist einfach nur ein schlagendes Herz drin, das sogar noch schlägt. Sieht für mich jedenfalls nach einem Herz aus. Was sollen diese ganzen Tafeln? Ah, das müsste doch wieder so Licht brechen, oder? Oder auch nicht? Ja, ich schätze mal, ich muss dann wohl doch die Energiezelle da rausnehmen. Hier wurde irgendwas. Ist das wo es hieß, da wurde jemand gerufen mit der Kugel? So, wir haben jetzt Leidener Flasche? Na ja, gut, aber wir brauchen zwei, ne? Es ist doch kein Leben hier, oder? Ich helfe dir. Du musst nicht länger leiden.
Ach du Scheiße, ey. Fuck, ey. Du hast deine ersten Menschen umgebracht, würde ich mal sagen. Wenn das ein Mensch war, aber es sieht sehr menschlich aus. Aber der wurde nur noch am Leben gehalten von dieser Zelle, ne? Die Frage ist, konnte er nicht selber atmen oder wurde ihm irgendwas angetan, dass er abhängig ist von der Flasche? Was auch seltsam klingt. Halt. Nee, hier ist jetzt nicht offen, okay. Ich habe jetzt schon irgendwie vermutet, vielleicht hätte ich da reinkommen können und dann die anderen zwei Zellen holen und hätte ich gar nicht, umbringen müssen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Erstmal kommt die Kugel hier rein. Und Energiezelle Nummer 1. Energiezelle Nummer 2. Ich brauche das Ding noch, hä? Oh ne, das ist ja hier. Hä, ist das falsch? Das T? Das Mannequin? Und der Stier. Das ist nicht falsch. Ah. Da habe ich noch was vergessen gehabt. Das ist zum Teleportieren gedacht. Ach so. Na gut. Dann wieder aus, das Ganze. Ich hätte nämlich gerne meine Kugel wieder. Meine Kugel wieder. A tower. Smoke. That's the town and the doctor. But how can that be? Heißt das, ich teleportiere mich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen dahin? But something just changed. The air, it's foul. Oh Scheiße. Bestimmt wartet da was auf mich, oder? Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ich habe, ich sollte einfach durchrennen, oder? Stell dich da an, Tassi. Keine Wut zulassen, keine Angst zulassen. Einfach durchrennen. Das Ding mit und hau ab. Ich glaube, ich brauche das Ding gar nicht. Das habe ich nur für den Raum gebraucht. Aber ich will es trotzdem wissen. Kann ich es mitnehmen? Achso, dem steckt automatisch das auf einmal nicht weg. Okay. Also das geht nicht. Hier ist es einfach dunkel. Wo kommen wir jetzt raus? Moment, wir sind irgendwo. So langsam sehen wir was. Wir sind in irgendeiner Erinnerung. Ich renne mal lieber. Irgendwie ist das alles sehr unheilvoll hier. Was? Oh Gott. Ich muss da hinkommen. Das ist Alvi. Vielleicht schon Alvi. Alice. Nicht runterfallen. Wir müssen da hinkommen. Alvi.
Hallo? What are you doing, little one? One and one. Yes, but what is one and one? Warum kannst du dich nicht ans Gesicht erinnern? Alice can't play. Alice can't play. Warum nicht? Alice is gone. Don't worry, Mama. I'm here. Was soll das heißen? Haben wir Alice verloren? Nee. Die war doch, glaube ich, in Paris zurückgeblieben, als sie uns auf den Weg gemacht haben mit Salim. Das hieß es doch. Müsste ich sonst nochmal nachlesen? Alice? Alice! Salim! Salim, quickly! Ist hier doch was passiert? Das kann doch nicht sein. Ah, Tessie, wo bist du jetzt wieder gelandet? Oh, der war auch schon ganz schön dick geworden jetzt. Oder sieht das nur so aus? No, you're so much bigger. This can't be real. Wake up, Tessie. Vielleicht ist einfach sehr viel Zeit vergangen. Oh God, Mother Mary. What am I going to do? Aber wenn sehr viel Zeit vergangen wäre. Come on. Pull yourself together. Ich wollte sagen, wenn sehr viel Zeit vergangen wäre, würde aber der Doktor nicht mehr nach uns suchen. Der würde es ja aufgegeben haben. Ich meine, wir reden ja hier von Monaten dann. Jetzt will ich mal kurz schauen. Klar, die Aufgabe ist jetzt fertig hier. Ich will kurz gucken, ob ich rausfinde, wo das mit dem Stand, dass, ob man irgendwie rausfindet, was mit dem mit Alice ist. Ob sie zurückgeblieben wurde, also zurückgelassen wurde in Paris oder nicht. Gucken, ob ich das rausfinde. Okay, es ist jetzt nicht das, was ich eigentlich gesucht habe, aber tatsächlich dieser Brief hier besagt ja, sie ist im letzten Jahr durch die Hölle gegangen, dieser Anruf aus Paris, sie klang so gebrochen. Und dann am Ende nochmal, Salim ist auch hier, ich hoffe wirklich, dass sie die Reise gut tut, dass sie langsam anfangen kann, ihre Wunden heilen zu lassen, die Wunden von ihnen beiden. Das könnte tatsächlich bedeuten, dass Alice gar nicht mehr da ist, dass ihr was widerfahren ist. Oh, fuck. Oh nein, und Alice ist jetzt die letzte, also, ja, letzte Hoffnung quasi. What if I get even bigger? Too many dark corners. I'll try to... Oh fuck, jetzt habe ich was abgebrochen. Tut mir leid. Shit. I'm so heavy. This feels like... 6 months more. Oh God. Oh. Und am Ende kriegen wir das Kind, am Ende vom Spiel, oder wie? Lass mal wieder alles kaputt machen. Ist da hier irgendwo noch was drin? Ich glaube, sie geht tatsächlich auch langsamer. Aber wir haben ja immerhin noch Streichhölzer. Dann könnte ich ja hier vielleicht sogar ein bisschen Feuer machen. War hier nicht... Ja, das hat sich erledigt. War hier nicht irgendwie eine Fackel? Ich dachte, ich hätte eine gesehen. Komisch. Hier wäre eine gewesen. Gut, dann nehme ich jetzt die Streichhölzer mit. Und dann gehen wir in der nächsten Folge dadurch diesen Durchgang. Ich hoffe, das geht gut und wir werden nicht schon wieder angegriffen, aber wir sind jetzt wieder in der reellen Welt. Da scheint es uns ja noch
quasi noch gefährlicher zu sein als in dieser Anderswelt. Auf jeden Fall wieder mal vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, habt einen schönen Tag, eine gute Nacht und wir sehen uns. Tschüss.